Salz im Keuteich, Schande oder Segen? Finden wir es gemeinsam heraus. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Die Anwendung von Salz im Koi-Teich ist ein allseits bekanntes Mittel gegen alle möglichen Dinge. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Salz inflationsartig zum Einsatz kommt. Ganz nach dem Motto, ist ja günstig und hilft gegen alles Mögliche. Ich möchte heute einmal das Thema aufgreifen, denn ausgehend meines Berichtes über Fadenalgen und wie man gegen sie gewinnen kann, wurde in den Kommentaren sehr oft Salz als weitere Möglichkeit genannt. Und tatsächlich, ein Aufsalzen des Teiches kann das Problem der Fadenalgen beheben. Warum ich die Anwendung von Salz auf den ganzen Teich trotzdem nicht empfehlen kann und warum Salz trotzdem ein tolles Hilfsmittel ist, möchte ich euch heute erklären. Und wenn euch das gefällt, dann vergesst bitte nicht den Like-Button zu drücken und ein Abo dazulassen, damit ihr auch kein weiteres Video mehr verpasst. Salz findet tatsächlich viele Anwendungsmöglichkeiten rund um das Koi-Hobby. Euer Nitritwert ist zu hoch? Weil ihr einen neuen Teich habt oder die Biologie durch eine Behandlung zerschossen wurde? Hier kann Salz helfen. Bereits kleine Mengen im Wasser sorgen dafür, dass die Rückaufnahme des Nitrits in die Koi verhindert wird. Und somit ist es für die Fische tatsächlich möglich, sogar extreme Nitritwerte zu tolerieren, bis man diese anders in den Griff bekommen hat. Ein Koi schwächelt? Ein Salzbad kann helfen. Salz hilft den Tieren, ihre Schleimhaut abzustoßen und die Regeneration dieser anzukurbeln. Dabei werden auch die verschleimten Kiemen befreit und sogar Parasiten abgeworfen, die in den oberen Schleimhautschichten sitzen können. Aber auch der osmotische Druck im Wasser verändert sich bei der Zugabe von Salz. Macht euch klar, dass Koi ständig Wasser in ihre Körper aufnehmen und dieses aktiv, also unter Aufwendung von Körperenergie, wieder ausscheiden müssen. Also ein aktiver Vorgang, der den Fisch Kraft kostet. Energie, die ihm fehlt, aber welche er vielleicht für sein Immunsystem gebrauchen könnte, wenn er ganz andere Probleme hat, die er mit sich herumträgt. Das Salz entlastet ihn bei diesem Vorgang und der osmotische Druckunterschied lässt auch einige Parasiten, welche auf dem Koi sitzen können, sogar zerplatzen. Ach so, und bevor ich es vergesse, ihr habt ab sofort die Möglichkeit, mich auf Patreon zu unterstützen. Patreon ist eine Plattform, auf der Kreative direkt unterstützt werden können, mit einem Betrag eurer Wahl. Hier unterstützt ihr direkt den YouTube-Koi-Blog und habt außerdem die Möglichkeit, direkten Einblick hinter die Kulissen zu nehmen. Ihr erhaltet Einsicht zu zusätzlichen Fotos rund um Teich- und Händlerbesuche, Infos zu den Planungen des Koi-Blog und exklusive Infos zu meinem eigenen Teich und meinen Projekten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, bei regelmäßigen Livestreams mir direkt Fragen zu stellen und könnt mitwirken bei Teich und Garten for You. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Patreon findet ihr auf der Kanalseite rechts oben oder auch in der Videobeschreibung bei allen Videos. Ob nun bei Händlern, privaten Koi-Haltern oder sogar bei Züchtern in Japan, das Vergesellschaften von Koi unterschiedlicher Quellen oder Züchter ist immer wieder ein auftretender Vorgang. Hier wird oftmals auf Salz gesetzt, um die Fische zu entlasten und eine Vergesellschaftung so unproblematisch wie möglich zu gestalten. Doch nicht nur beim Vergesellschaften. Auch im Frühjahr oder zum Herbst hin salzen viele Koi-Halter ihre Teiche auf. Die Gründe sind vielfältig. Gegen Parasiten, um schwache Fische zu entlasten, gegen Algen oder einfach nur so. Einfach nur so? Ja, auch solche Aussagen habe ich schon gehört. Machen doch viele so, oder nicht? Wird ja nicht schaden, ist ja nur Salz. Und hier sind wir genau bei dem Thema. Leider kann ich diese Aussagen so nicht stehen lassen. Denn leider scheint vielen Koi-Haltern nicht bewusst, dass die Anwendung von Salz auch Nachteile mit sich bringt, welche sogar schwerwiegende Probleme am Teich verursachen können. Doch was sollten das denn für Probleme sein?
Als erstes kommen wir zu den weniger schwerwiegenden. Hier habe ich meinen gesamten Keuteich aufgesalzen und muss einen Wasserwechsel machen, muss ich also auch das salzhaltige Wasser entsorgen. Doch wohin damit? Habt ihr einen Kanalanschluss? Dann ist es ja einfach. Aber jeder, der das Wasser im Garten versickern möchte, muss sich klar machen, dass viele Pflanzen inklusive dem Rasen Salzwasser gar nicht mögen. Sie gehen einfach ein und werden braun. Und da kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Um eine Salzkonzentration durch Wasserwechsel wieder aus dem Teich herauszubekommen, braucht es teilweise etliche Wochen. Und manchmal ist sogar noch einige Monate später ein Salzgehalt im Teich zu messen. Und da kommen wir direkt zum dritten Punkt. Solange ich Salz in gewisser Konzentration im Wasser habe, ist es mir nicht möglich, jedes Medikament anzuwenden, da es sonst toxisch wirken könnte. Vor allem die Kombination mit den Wirkstoffen Formalin oder Kaliumpermanganat. Und tatsächlich sehe ich noch einen vierten Punkt, welcher erhebliche Probleme verursachen und auch richtig ins Geld gehen kann. Und zwar die Auswirkungen von Salz auf die Teichtechnik. Und dabei spielt es auch kaum eine Rolle, welchen Hersteller ihr bei euren Pumpen oder Vorfiltern oder UVC-Geräten nutzt. Hat Salz erstmal eine Angriffsstelle gefunden, frisst es sich in das Material und kann die Geräte außer Funktion setzen. Und so gut wie jeder Hersteller schließt einen Verschleiß aufgrund von Salz aus. Wollt ihr wirklich eure Oase Titanium aufs Spiel setzen oder euren teuren Trommelfilter? Das Aussetzen der Technik passiert meist zu einem Zeitpunkt, an dem keiner damit rechnet. Im Urlaub, an Wochenenden und vor allem im Hochsommer, wenn sich der Teich auf 100% befindet. Dann ist es nicht nur ärgerlich, wenn das System steht, sondern es können auch horrende Neuanschaffungen oder Reparaturen drohen. Jetzt habe ich euch einige Gründe genannt, warum ich nicht dazu rate, den gesamten Teich aufzusalzen. Eine Anwendung von Salz sollte immer gründlich bedacht werden und wenn möglich auf Einzelsalzbäder beschränkt. Wie handhabt ihr dieses Thema an euren Teichen und was sind eure Erfahrungen? Schreibt es doch ruhig mal in die Kommentare. Ihr seid noch kein Abonnent? Hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch vielleicht auch gleich noch ein Like da. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, Leute. Ciao.